Willkommen in Hamburg, heißt es bei der 16. Ausgabe der Smart Times, dem weltweit größten Fantreffen rund um den kleinen Flitzer. Bei herrlichstem Wetter geben sich über 2000 Fahrzeuge mit Smart-Freunden aus 34 verschiedenen Ländern am Hamburger Großmarkt ein Stell-Dich-Ein. Auch Smart-Chefin Annette Winkler ist mit von der Partie. Das, was Smart-Fahrer verbindet, ist eben zu sagen, erstens, ich will etwas fahren, was ganz anders ist. Ich mag kein Mainstream. Und dann sehen Sie ja hier, dass die Smart-Fahrer dann noch hingehen und ihre ganzen Autos, jeder wirklich individualisiert sein Smart, innen, außen. Es gibt völlig verrückte Sachen hier. Ich glaube, das ist dieser Kult, dass man eben viel mehr mit dem Smart verbindet als irgendein Auto, das mich von A nach B bringt. Den ersten Platz in Sachen Kreativität gewinnt Sascha Gerstmeier mit seiner ganz eigenen Interpretation des Zweisitzers. Ich habe mir gedacht, der Papamobil gibt es nicht von Smart und das testen wir halt einfach mal, dass wir sowas überhaupt umsetzen können auf dem Smart-Basis und es ist auf jeden Fall gelungen. Diese Veranstaltung lebt von den Fans selbst und dass jeder dazu beiträgt mit seiner Begeisterung, mit dem Smart, den er hier mitbringt. Und ich denke, das macht die Stimmung aus. Und natürlich unsere große Parade, wo sich alle schon aufstellen, das wird mit Sicherheit wieder ein Riesenhöhepunkt. Das bunte Startfeld fiebert dem Startschuss entgegen. Natürlich lässt es sich Annette Winkler nicht nehmen, direkt an der Spitze vorne wegzufahren. 1635 Fahrzeuge erobern die Stadt. Die nächsten Smart Times locken im kommenden Juni, übrigens nach Salou in Spanien. In der Zwischenzeit gibt es noch einige interessante Neuheiten. Auf was alle natürlich sich jetzt richtig freuen, sind die elektrischen Autos. Wir bringen ja alle unsere Autos, den Fortwo, den Fortwo und das Cabrio. Und wir bauen immer mehr Services in den Smart. Dass man sich beispielsweise das bei Amazon oder sonstigen Online-Verkäufern Produkte bestellen kann und über Nacht in den Kofferraum vom Smart liefern lassen kann. Alles diese Dinge, Services werden wir sehr stark ausweiten, um unseren Kunden das Leben in der Stadt immer einfacher zu machen.